crazy. They love it. Ich mag Amerika, wie es ist. Ich will keine Veränderung. Ich will nicht, dass es sozialistisch wird oder schlimmer. Wir mögen, dass ein Geschäftsmann am Ruder ist. Herr Trump ist ein Präsident für die Reichen, nicht für die Leute hier. Früher konnten wir nebeneinander leben. Wir haben Demokraten oder Republikaner gewählt und konnten doch noch als Freunde miteinander Golf spielen. Das ist jetzt vorbei. Es wird sich nie etwas ändern, egal wer Präsident ist. Das war doch schon immer so. Sie haben uns im Stich gelassen. Ich suche die Schuld nicht beim Präsidenten oder bei Pelosi oder Senator Schumer, sondern bei allen. It is a beautiful day here in the villages. Love it right now. It's 9:34 WVLG. Es ist ein ganz normaler Morgen in Floridas Rentnerparadies. Senioren treffen sich zum Frühsport in einer heilen Welt, die am Reißbrett nur für sie entworfen wurde. The Villages, eine Art pittoreskes Disneyland für Rentner, traditionell konservativ. Doch inmitten der Idylle regt sich Widerstand. Ed McGinty ist 71 und war sein ganzes Leben unpolitisch. Hier aber demonstriert er seit 3 Jahren jeden Tag gut sichtbar gegen Trump und für Biden und mischt die Rentnergemeinde auf. Beep, 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 beep. Kurzes, mehrfaches Hupen, das ist ein Biden-Unterstützer. Wer einfach nur lange auf die Hupe drückt, ist ein Trump-Anhänger. Inzwischen hat McGinty ein paar Mitstreiter, die ihn schützen. Für seinen Protest wurde er in der Rentnerzeitung gemobbt, wurde geschlagen, bekam sogar Morddrohungen. Fast 1200 Mal war ich schon hier draußen. Die Leute in den Villages, vor allem die Demokraten, sagen, seit 3 Jahren sitzt er da und keiner hat ihn bislang gekillt. Vielleicht können auch wir es wagen, ein Joe-Biden-Schild an unserem Haus aufzustellen. Es war noch nie einfach, Demokrat zu sein in The Villages. Die örtliche Zentrale der Demokraten ist außerhalb angesiedelt. Innerhalb der Kolonie will keiner an sie vermieten. Dafür wirkt Pappkamerad Biden hier deutlich jünger und trotz den Spannungen draußen. Früher konnten wir nebeneinander leben. Wir haben Demokraten oder Republikaner gewählt und konnten doch noch als Freunde miteinander Golf spielen. Das ist jetzt vorbei. Es gibt Feindseligkeiten, Vandalismus, Beschimpfungen. Es ist sehr hässlich geworden. Und doch, in diesem Wahlkampf bemerken die Demokraten Zulauf bei den betagten Wählern. Viele Rentner fühlen sich als Risikopatienten von Trumps Corona-Politik im Stich gelassen, fürchten um ihre Kranken- und Rentenversicherung. Deswegen traut sich Charlie Stepnowski was und platziert sein Biden-Schild zum Golfplatz hin. Die Freunde hier könnten vielleicht einige Golfbälle in meine Richtung schlagen, ist wohl zu erwarten. Aber dafür bekomme ich ein paar extra Golfbälle. Eine parkende Provokation. Ausgerechnet vor der Zentrale der Village-Republikaner. Die hat Räume in bester zentraler Lage. Nach wie vor stellen die Republikaner die Mehrheit im Rentnerpark. Allerdings sind sie zunehmend beunruhigt über diese aufmüpfigen Demokraten. Ich mag Amerika, wie es ist. Ich will keine Veränderung. Ich will nicht, dass es sozialistisch wird oder schlimmer. Wir mögen, dass ein Geschäftsmann am Ruder ist. Ich finde die Demokraten sehr unverblümt, gemein und vulgär. Neulich haben wir Trump-Schilder hochgehalten und wir haben viele Mittelfinger gesehen und Pöbeleien. Jeden Abend Seniorentanz in The Villages. So jung geblieben die Rentner hier auch rocken. Krankenversicherung für alle oder Abschaffung von Studiengebühren, Forderungen des linken demokratischen Flügels, gelten als bedrohlicher Sozialismus. Da doch lieber Trump, der sei gut für den Aktienmarkt, auf den viele ihre Altersversorgung stützen. Manche würden sich mit dem politischen Gegner sogar prügeln. Hier gibt's ein paar Biden-Anhänger, die sind alle Stänkerer. Ich bin 3-mal schon fast verhaftet worden. Ein Kerl hat sich über meine Fahnen lustig gemacht, ein anderer über Mr. Trump. Ich habe gesagt, lass uns nach hinten gehen, wir können das unter uns regeln. Ich bin ein Mann, wir können reden, aber du zeigst mir nicht den Mittelfinger und sagst zur Hölle mit Mr. Trump. Das gibt's hier nicht. Der späte Aktivist McGinty und seine Mitstreiter haben dennoch nicht vor zu weichen, bis die Wahl in ihrem Sinne entschieden ist.
Joe Biden wird Trump in den Hintern treten. Joe Biden wird gewinnen. Dann werde ich die nächsten paar Jahre mit einem neuen Schild rumfahren, mit der Aufschrift: Village-Demokraten sind hier, um zu bleiben. Ich will, dass diese Leute wissen, wir lassen uns nicht mehr von ihnen herumschubsen. Mit stolzem Altersstarrsinn will Ed morgen wieder hierher kommen. So schnell wird wohl keine Ruhe einkehren in Floridas Rentner-Idyll. Jorge und Betty Rivas sind große Trump-Fans. Er floh als junger Mann vor der Gewalt in El Salvador. Sie stammt aus Mexiko. Heute sind beide stolze US-Amerikaner. Nein zu Biden, ruft Betty. Sie und ihr Mann gehörten zu den ersten Latinos, die sich 2016 hinter Trump stellten. Sie betreiben dieses Restaurant in Tucson. Mit ihrem Bekenntnis zu Trump machten sie sich viele der eher traditionell demokratisch wählenden Latinos zu Feinden, wurden gar bedroht. Doch sie blieben eingeschworene Fans. Der Boykott macht uns nichts mehr aus. Je mehr schlechte Kritiken sie über uns schreiben, desto besser läuft unser Geschäft. Vor dem Lokal werben meist weiße Trump-Anhänger jeden Samstag für den Präsidenten. Familie Rivas, Latinos nach ihrem Geschmack. Du hast hart gearbeitet und es geschafft, der amerikanische Traum. Im Restaurant hängen Bilder, die die Familie mit Trump zeigen. Den Präsidenten persönlich treffen, das sei für normale Bürger fast unmöglich. Vor Trump hat Jorge die Demokraten gewählt. Wenn man zur Schule geht, einen Job hat, dann ist man verantwortungsbewusst. Man besucht den Gottesdienst, achtet seine Nachbarn, respektiert die Polizei. Das verbinde ich heute mit den Republikanern. Die Demokraten sind weit nach links gerückt. Beide Parteien kämpfen um die Stimmen der Latinos. Die stellen fast 25% der registrierten Wähler in Arizona. In Phoenix treffen wir Lehrer Reggie Carrillo. Der 30-Jährige kann nicht verstehen, wie Latinos Trump und die Republikaner wählen können. Sie sehen uns als Kakerlaken, als Hunde, als unmenschlich. Sie benutzen uns nur für ihre Politik. Wenn wir zur Wahl gehen, müssen wir uns daran erinnern, dass sie in uns Menschen sehen, die sie nicht hier haben wollen. Sie wollen unsere Kultur, unser Essen, aber nicht uns. Reggie und die Sozialarbeiterin Jessica Bueno sind in einem der ärmsten Viertel von Phoenix unterwegs, wo fast nur Latinos leben. Viele hier wollen Trump loswerden, für irgendeinen, wie es auf dem Schild steht, funktionstüchtigen Erwachsenen. Aber es gibt auch Trump-Anhänger. Reggie, Jessica und die Menschen, die wir mit ihnen treffen, glauben aber, dass die Trump-Wähler in der Minderheit sind. Herr Trump ist ein Präsident für die Reichen, nicht für die Leute hier. Hier werde die Corona-Krise die Wahl entscheiden. Davon ist Jessica überzeugt. Ich denke, Trumps Leugnen der Pandemie war der Weckruf. Damit hat er viele Wähler verloren. Zurück in Tucson, mitten im amerikanischen Traum der Familie Rivas. Die drei Söhne studieren. Der Jüngste will eines Tages selbst Präsident werden. Eine Erfolgsgeschichte, die keinen Raum für Zweifel lässt. Jorge, der selbst in die USA geflohen ist, stellt sich gar hinter Trumps rigorose Abschottungspolitik gegen Einwanderer aus Lateinamerika. Die USA können nicht so viele unterstützen, die alle gleichzeitig ins Land kommen wollen. Das wäre Selbstmord. Deshalb braucht es eine Politik, die die Menschen organisiert ins Land lässt. In der Einflugschneise von Phoenix liegt die Schule, in der Reggie Carrillo unterrichtet. Kinder von Latinos, für die der amerikanische Traum nicht wahr geworden ist. Wegen Corona nur online. Carrillo fürchtet eine weitere Amtszeit von Donald Trump. Buenos dias, good morning. Ich fürchte, dass er dunkelhäutige Menschen weiter als Sündenböcke nutzen wird, als Ausrede für die Probleme, mit denen dieses Land konfrontiert ist. Carrillo vertraut darauf, dass der schlafende Gigant, wie er die Latino-Gemeinde der USA nennt, zur Wahl erwacht. Das hat er mit Jorge gemeinsam.
In Arizona beharren beide Seiten darauf, dass sie im November die Mehrheit auf ihrer Seite haben werden. New Orleans, die Stadt, die Amerika The Big Easy nennt, sucht wieder nach ihrer Leichtigkeit. Viele Bands treten nur noch auf der Straße auf, denn Dutzende Musikclubs haben den Corona-Lockdown nicht überlebt. Cornell Andrews findet, dass Präsident Trump wegen seines schlechten Corona-Krisenmanagements mitverantwortlich sei. Wählen gehen will er trotzdem nicht. Es wird sich nie etwas ändern, egal wer Präsident ist. Das war doch schon immer so. Es geht nicht um uns, sondern nur um Politik. Sie ändern ein paar Regeln, unterschreiben ein paar Gesetze und so. Aber wer auch immer Präsident ist, es wird nichts für die Minderheiten getan. Die schwarze Bevölkerung in den USA wählt traditionell mehrheitlich die Demokraten. Hier meldet man sich an, um am 3. November wählen zu können. Sherrul Placide will unbedingt eine zweite Amtszeit von Präsident Trump verhindern. Zum ersten Mal seit 23 Jahren wird er dafür an die Urne gehen. Lange hatte er geglaubt, dass er gar nicht wählen dürfe. Man sagte mir, das ginge nicht, weil ich eine Verurteilung in meiner Akte hatte. Aber das war eine irreführende Information, denn ich war nie im Gefängnis. Erst jetzt habe ich herausgefunden, dass ich all die Jahre hätte wählen können und wählen sollen. Die Verbreitung von solchen irreführenden Informationen sei kein Zufall, sondern habe Methode. Davon ist diese Wahlrechtsaktivistin überzeugt. Die Republikanische Partei versuche hier in Louisiana systematisch, die Stimmabgabe zu verhindern. Das richtet sich besonders gegen schwarze Wähler. Viele Wahllokale in schwarzen Nachbarschaften wurden geschlossen. Das Gleiche passiert in Gegenden mit vielen älteren Leuten, die keine Transportmöglichkeiten haben, um zu anderen Wahllokalen zu kommen. Zum Wählen aufgerufen wird in diesem Gottesdienst. Der Wandel wird kommen, singen sie. Der Pianist Sinais Edwards stammt aus einem Problemviertel von New Orleans. Die Musik habe ihn immer davor bewahrt, in Schwierigkeiten zu geraten. Trotzdem werde er behandelt wie ein Krimineller. Definitely being an African-American male. Als Afroamerikaner mit Rasterlocken werde ich diskriminiert, zum Beispiel wenn die Polizei mich immer wieder anhält. Ich zeige dann meine Arbeitsnachweise, dass ich viel für die Gemeinde und die Kirche tue, für eine gemeinnützige Organisation arbeite und Kindern kostenlosen Musikunterricht gebe. Um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, hat der Pastor einen Autokorso organisiert. Mehr als 60 Gemeindemitglieder nehmen teil. Werde ich der Nächste sein, schreibt dieser kleine Junge auf sein Schild und meint damit die Polizeigewalt gegen Schwarze. Hinter der Bilderbuchkulisse von New Orleans werden viele Probleme sichtbar, mit denen die schwarze Bevölkerung überall im Land zu kämpfen hat. Nicht nur in diesen Wochen, vor der Präsidentschaftswahl. Es wird wieder Abend auf der Bourbon Street. Die Musiker geben sich alle Mühe. Doch The Big Easy klingt schwermütig. Ich bin zurück in Johnstown, Pennsylvania. Hier schlug einst das Herz der amerikanischen Stahlindustrie. Als wir die Kleinstadt vor den Wahlen 2016 besuchten, sagten uns die meisten, sie wollten dem Außenseiter Donald Trump eine Chance geben. Sie fühlten sich von Washington allein gelassen, kämpften mit Arbeitslosigkeit, Armut und Zukunftsängsten. Viele der ehemaligen Stahlarbeiter kehrten den Demokraten den Rücken, erzählten sie uns vor 4 Jahren in ihrer Stammkneipe. Keine leichte Entscheidung für Tony Castiglione. Ich tendiere zu Trump, aber der macht mich manchmal wahnsinnig. Dann denke ich, halt einfach mal die Klappe, dann könntest du die Wahl locker gewinnen. 4 Jahre später treffe ich Tony wieder vor dem Stahlwerk, in dem er lange gearbeitet hat. Er ist zufrieden mit seinem Präsidenten, will Trump wieder wählen, der Wirtschaft wegen.
Er muss noch Wege finden, mehr Produktionsjobs zurück in die USA zu holen. Das ist ja eines seiner Hauptziele. Das wird Arbeitsplätze schaffen und uns unabhängiger vom Ausland machen. Die Demokraten dagegen sind inzwischen so weit links, deren sozialistische Ideen werden kaum Anklang finden bei der Mehrheit der Amerikaner. Johnstowns Republikaner wähnen sich wieder auf der Siegerstraße. Für sie gehört Trump in eine Reihe mit Ronald Reagan. Amerika habe endlich wieder einen Präsidenten, der auf das Volk hört. Man kann Donald Trump lieben oder hassen. Jeder weiß, was er denkt, weil er alles ausspricht, was ihm durch den Kopf geht. Und das ist okay für die Wähler. Er kann einfach gut mit den Menschen. He can relate to common people. Tony nimmt uns mit zu einem Motorradausflug auf dem Sozius seiner Harley-Davidson, Ehefrau Rebecca. Es geht gen Westen durch Pennsylvanias Hügel. Am Straßenrand deutlich mehr Wahlwerbung für Trump als für Biden. Dabei ist der Demokrat in diesem Bundesstaat geboren. Wie 2016 ist Pennsylvania auch heute ein umkämpfter Swing State. Tonys Biker-Freunde sind fast alle Republikaner, Polizisten, Feuerwehrleute. Ich frage, warum sie Trump die Treue halten. Er ist der erste Präsident in meinem Leben, der tut, was er angekündigt hat. Das beeindruckt mich sehr. Es ist schön, mal einen zu sehen, der Wort hält. Von Trumps Herausforderer halten sie nichts. Joe Biden ist doch senil. Creepy Joe in seinem Keller, der schnuppert immer so komisch an Leuten. Biden gehört doch ins Altersheim. Dann überrascht mich Tonys Frau. Rebecca ist eine mutige Minderheit. Ich habe ihn vor 4 Jahren nicht gewählt und werde das auch diesmal nicht tun. Er ist einfach peinlich für die USA. Doch für die meisten im ländlichen Pennsylvania ist der Präsident der Größte. Das Trump-Haus, Projekt einer leidenschaftlichen Republikanerin. Leslie Rossi bietet den Besuchern Trump-T-Shirts und Mützen. Sie hofft, dass am Ende auch alle Trump die Stimme geben. Bei dieser Wahl hat Trump sich schon 4 Jahre als Präsident bewiesen. Ich muss hier keine Wähler mehr überzeugen. Mein Job ist leicht dieses Mal. Das Team Trump-Pence soll am Ruder bleiben im Weißen Haus, findet auch Familie Lecce. Ich kenne Leute, die noch nie republikanisch gewählt haben, aber jetzt für Trump stimmen wollen. 2016 waren wir noch nervös. Ich dachte nicht, dass Trump gewinnen könnte, aber diesmal gibt es keinen Zweifel. Trump wird in Pennsylvania siegen und die ganze Wahl gewinnen. Man muss Manhattan hinter sich lassen, um New Yorks 5. Stadtteil Staten Island zu besuchen. 20 Minuten mit der Fähre, vorbei an der Freiheitsstatue. Dann kommt man auf der Insel an, die ganz anders tickt als der Rest von New York. Hier wohnen viele Stadtangestellte, aber auch Kleinunternehmer, die sich die Großstadtmieten anderswo nicht leisten können. Staten Island ist New Yorks Swing-Insel. Hier wird hart um jede Stimme gerungen. Vor 4 Jahren gewann Trump. Diesmal ist das aber nicht sicher. John und sein Freund sind Busfahrer und Gewerkschafter. Sie haben sich Urlaub genommen, um Joe Biden und ihren Kandidaten fürs Repräsentantenhaus, den Demokraten Max Rose, zu unterstützen. Es ist ein enges Rennen. Es wird sich erst in letzter Minute entscheiden. So tief sind wir hier gespalten. Hoffentlich werden viele wählen und Max gewinnt. Aber es wird knapp. Es gibt noch viele Unentschlossene. Jede Stimme zählt. John wählt wie immer demokratisch, weil er fürchtet, dass Trump New York bestrafen will und Subventionen für den öffentlichen Nahverkehr streicht. Dann wären nicht nur in Staten Island Jobs in Gefahr, auch die City würde leiden. Es ist dumm, das zu versuchen. Das ist unser Leben. Man zerstört nur die Wirtschaft, wenn die Leute nicht zur Arbeit gehen können. Das nutzt niemandem, egal was man für ein Egomane ist. Für die andere Hälfte von Staten Island ist jedoch Trump der Wunschkandidat. Sein Schlachtruf nach Law and Order und gegen Anarchie kommt bei den Polizisten und den Feuerwehrleuten, die hier wohnen, gut an. Anthony ist Republikaner. Für die Veranstaltung hat er mit seiner kleinen Firma die Tontechnik gemacht. Einer der wenigen Aufträge, die er überhaupt noch hat.
Es tut gut, so viele Leute zu sehen, die für Business, für Polizei, für medizinisches Personal und Militär eintreten, für die kleinen Geschäftsleute. Es klingt vielleicht wie ein Klischee, aber eben auch für Amerika. Der Wahlkampf im ordentlichen und sauberen Staten Island ist schmutzig geworden. Es geht nicht nur um den Präsidenten, sondern auch um den Sitz im Abgeordnetenhaus. Max Rose gegen Nicole Maliotakis. He's a liar. In Wahlkampfspots beschimpfen sich die Gegner als Lügner und Betrüger. Aber vielen Leuten geht es um anderes. Anthony und sein Partner Massimo müssen wegen Corona die gesamte Belegschaft entlassen. Sie sind sauer, dass Washington sich nicht auf neue Hilfen einigen kann. Sie haben uns im Stich gelassen. Ich suche die Schuld nicht beim Präsidenten oder bei Pelosi oder Senator Schumer, sondern bei allen. Ihre letzten verbleibenden Mitarbeiterinnen stehen schon morgen vor dem Nichts. Ich habe dann keine Arbeit mehr und kann meine Rechnungen nicht bezahlen und kein Essen mehr kaufen und meine Kinder und Enkel nicht mehr unterstützen. Und doch wollen Sie und Anthony auf jeden Fall Trump wiederwählen. Ich wähle Trump, denn wenn das Land so weitermacht wie in den letzten 4 Jahren, ist es gut für mein Business. Unter Corona leiden Geschäftsleute ebenso wie die Angestellten. Dinner mit dem Demokraten John, seiner Frau und ihrer republikanischen Freundin. Wir sollen verstehen, dass sie hier trotz allem nicht verfeindet sind. Der Präsident ist der Präsident. Dein eigener Kandidat gewinnt eben nicht immer. Du findest dich damit ab und akzeptierst ihn. Wenn jemand im Amt ist, wenn jemand gewählt ist, dann respektierst du ihn. Das hier ist wie ein kleines Amerika, so wie es sein sollte. Alle sind frei, ihr Ding zu machen. So mag ich es. Die anderen New Yorker und das verfeindete Amerika könnten von Staten Island so einiges lernen.